Und hierin sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem bekannten Hadith, der auch in der Nawawi vorkommt, in einem späteren im späteren Verlauf, darin sagte er, sagten die Sahaba zu ihm, sagten, أَيَأْتِ أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ أَجْرٌ. Sie waren nämlich verwundert über eine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Da sagte er, sagten sie aus Verwunderung, sagten, ist es denn tatsächlich so, dass der eine von uns seinen Trieben nachkommt und dafür belohnt wird? Also es ist eine legitime Mubah-Handlung. Eine legitime Mubah-Handlung. Aber er wird dafür belohnt. Und da sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, أَرَأَيْتَ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ. Sagt mir, wie würde es mit ihm stehen, wenn er seine Triebe auf nicht legitime Art befriedigen oder stillen würde? Hätte er da keine Last auf sich genommen? Sie sagten, natürlich. Er sagte, وَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَامِ. Und genauso, wenn er sie auf eine legitime Art und Weise stillt, seine Triebe. Das ist eine legitime Handlung. Es ist keine Musshandlung, keine Pflicht und auch keine erwünschte Handlung. Es ist eine ganz banale, profane, legitime Handlung. Aber ist da eine gewisse Absicht dabei beim Unterlassen von verbotenen Handlungen? Ebenfalls beim Ausführen von legitimen Handlungen, dann wird er dafür, dann steht ihm dafür eine gewisse Vergeltung zu. Andernfalls ist diese Tat gleich null. Also er hat davon nichts, er hat davon keinen jenseitigen Vorteil. Zum Beispiel das Essen, das Trinken, das Schlafen, das sind Handlungen, lebensnotwendige Handlungen. Kein Mensch kann sich diesen entziehen. Aber die einen schöpfen auch aus diesen Handlungen Profit. Also ich meine nicht weltlichen Profit, den hat nämlich jeder irgendwie davon, sondern jenseitigen Profit, indem sie diese Handlung, wenn sie diese Handlung bewusst für etwas Gutes ausführen.